Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Moment mal, jetzt sehen wir es richtig. Das hier ist tatsächlich Mountain Dew Code Red und auf diese Edition habe ich wirklich sehr lange gewartet. Ihr kennt sie vielleicht aus dem Unboxing-Video, was ich euch gezeigt habe hier von Sugar Gang. Jetzt gibt es das Getränk hier eisgekühlt aus meinem Kühlschrank im Test. Code Red, ihr habt es euch vielleicht gedacht, die Geschmacksrichtung ist Cherry. With a rush of cherry flavor steht hier drauf und mit anderen natürlichen Geschmäckern. Es ist mit Zucker, das finde ich wunderbar. Es ist eine der besten Mountain Dew Editions, sagen die Menschen da draußen. Und ich bin gespannt, ob das mit Dr. Pepper mithalten kann. Denn Dr. Pepper macht ja auch ein richtig geiles Getränk mit einem richtig schönen Kirschgeschmack. In den USA gefühlt immer so ein bisschen krasser als bei uns hier und deswegen schauen wir mal. Ich bin auch überrascht, wie viele Sorten es von diesem Mountain Dew gibt, sage ich jedes Mal. Ne? Ich habe immer noch zwei Sorten hier nachher zum Testen, könnt ihr euch aussuchen. Ich habe noch eine Mountain Dew Bayer Rush Dose und noch eine Mountain Dew mit echtem Zucker, with real sugar. Steht da drauf, aber jetzt gibt es erstmal rot. Und mal gucken, ob ich danach auch rot sehe. Wow, eine krasse Farbe. Das knallt aber gewaltig hier. Man hat das Gefühl, es leuchtet so ein bisschen, oder? Wahnsinn. Riecht wie dieser richtig schöne, wie das richtig schöne Kirscharoma von früher. Wahnsinn. Wenn ich es blind trinke, mir mit Augen zu. Schmeckt man ganz viel Süße, ein ganz intensives Kirscharoma. Und vermutlich, wenn ich es mit Augen zu, würde ich sagen, ey krass, das ist doch der Dr. Pepper aus den USA. Denn in diese Richtung geht dieses Kirscharoma. Das bleibt nämlich dominierend, wirklich auf den Geschmacksnerven bleibt es haften. Es ist ein bekanntes Kirscharoma. Tatsächlich, also ich erkenne jetzt keinen mega neuen Knall. Es ist aber super lecker. Es ist halt Kirsche Deluxe, sehr intensiv. Ich meine aber, dieses Aroma kenne ich aber auch von Dr. Pepper aus den USA. Cool, dass das Mountain Dew genauso hinbekommt. Aber da es jetzt für mich nicht wirklich ein neues Geschmackserlebnis ist, sondern eher so ein paar Retro-Geschmacksknospen aktiviert. Finde ich gut, finde ich in Ordnung. Kann man mitnehmen, ist sehr gut gelungen. Das Thema Kirsche wurde sehr gut umgesetzt. Aber was jetzt genau das Mountain Dew jetzt das Besondere daran gemacht hat, das schmecke ich nicht raus. Vielleicht noch ein bisschen süßer. Auf einer Skala von 1 bis 10 gibt es dafür auf jeden Fall 8 leckere Punkte. Kann man mal machen, schmeckt echt ganz lecker. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!